Wir sind zusammengekommen, um deutlich zu machen, dass Frauen in Parlamenten und Frauen in Vertretungen, Kommunalvertretungen unterrepräsentiert sind, wir keine Geschlechterparität haben. Im Landtag sind 18 Frauen von 71 Abgeordneten, im Vorpommern-Greifswald von 77 Kreistagsmitgliedern sind lediglich 11 Frauen und 13 Frauen von 77 im Kreistag Mecklenburgische Seenplatte. Wir machen darauf aufmerksam, dass das nach 100 Jahren Frauenwahlrecht ein unhaltbarer Zustand ist und wir für die Geschlechterparität eintreten und dazu auch rechtliche Regelungen wollen. Dazu wird die Linke heute einen Antrag im Landtag Mecklenburg-Vorpommern präsentieren. Wir streiten für Geschlechterparität, weil sich daran auch deutlich macht, wie sehr oder wie wenig es um den Fortschritt in dieser Gesellschaft bestellt ist. Wir machen deutlich, misch dich ein, wir werben dafür, dass Frauen für die Kommunalparlamente, für den Landtag kandidieren. Der CDU-Abgeordnete schlug gerade vor, dass die Männer zurücktreten sollen. Das ist also ein schlechter Witz. Es geht letztlich darum, dass wir hier auch einem Prinzip folgen. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung sind Frauen. Das muss sich auch zeigen in den Parlamenten, in den Vertretungen. Dafür streiten wir und ich freue mich sehr, dass ihr hier seid, das symbolisiert und deutlich macht. Und ich freue mich auch sehr, dass der NDR da ist und diese Bilder einfängt und deutlich macht, worum wir streiten. Schönen Dank nochmal und uns allen weiterhin viel Erfolg im Kampf um Geschlechterparität.